Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV mit allen aus dem Team PietSmiet. Heute reacten wir auf das letzte PietSmiet kocht. Schlechtestes Rezept ever steht im Titel PietSmiet kocht Liebeskugeln und PietSmiet kann Superlative. Das bezweifle ich ja irgendwie. Warum können wir denn Superlative? Was haben wir getan? Schlechtestes Rezept ever ist ein Superlativ, würde ich sagen. Ja. Ach so, das meinst du, okay. Genauso wie wir dreimal am Tag die besten. Von wem haben wir das schlechteste Rezept ever eigentlich? Von Andi. Andi hat uns extra gesagt, bis zum React dürfen wir nicht in die Folge gucken. Wir dürfen nicht mal die Kommentare durchlesen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das will ich jetzt auch noch nicht tun. Ich glaube, ich gucke erst in die Kommentare. Wir sollten alle erst in die Kommentare gucken, sobald wir das Video durchgeschaut haben, okay? Finde ich gut. Okay, was auch immer uns jetzt erwartet. Moin, moin, die Geilen. Moin, moin, die Geilen. Moment. Heute kam Andi mal wieder auf die großartige Idee, uns zu quälen, in den Toten meine absolute Leibspeise zu machen, und zwar einen Nachtisch in kuchenähnlicher Form. Oh, Eieruhr ist am Start, ihr hört das schon, ja? Ich habe extra gewartet. Marco, hast du Papiermüll für mich gemacht? Den würde ich noch nicht machen. Ich finde die Mengenangabe viel zu viel. Wir werden heute mal wieder was ganz Tolles machen. Andi hat sich mal wieder ein Rezept rausgesucht, was wir hier bedruckt auf dem Zettel sehen. Und der Clou ist, dass wir heute zwar die Zutaten wussten, aber noch keine Ahnung von dem Rezept haben. Und wir dürfen das Rezept jetzt gleich öffnen, während wir aufnehmen. Zum ersten Mal, wir haben vorher keine Ahnung, sieht sehr nach Backen aus oder sowas. Schlagsahne, Speisequark, Karate. Ah, okay. Deswegen was? Ja, deswegen kamen dann solche Diskussionen auf, wie scheiße, Alter, kannst du mal da reinschreiben, dass wir Öl brauchen? Ja, ja. Weil keiner da reingeguckt hat. Also, das ist aber wirklich eine echt dämliche Idee. Ja, aber das wird bestimmt jetzt gleich doch mal... Was meinst du, warum ich mich da so extrem drüber aufgeregt habe? Ich war ja im Urlaub und ich habe nur mitbekommen, weißt du, wie es da losging, mit hier kannst du nicht mal sagen, dass man Öl braucht, wo ich mir dachte, Alter, guck da einfach das scheiß Rezept rein. Ja, nee, dann ist ja das einmal durch. Aber das ist ja dann echt eine dumme... Ja, okay. Das ist einfach nur eine fiese Nummer von Andi. Grießcreme unbedingt von Dr. Edgar. Bonbon-Vanille, Backpulver, Vanillepulver. Ich weiß übrigens mittlerweile, warum wir was mit Paradiescreme machen, weil Andi ein Riesenfan von Paradiescreme ist. Das hat er nämlich in seinem Podcast mal erzählt. Und seitdem ist das da so ein Running Gag geworden. Andi und seine Paradiescreme. Oder? Ja, ich meine Mickels Podcast, ja. Dann... müsste er doch wissen, dass man dafür Milch braucht. Okay, weiter. Eier, Mehl und Zucker. Also. Mach halt. Was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Mach halt. Ach so. Was ist das denn? Moni liebt backen. Leben backen. Dein scheiß Ernst? Peter ist begeistert. Moni liebt backen. Monis Liebeskugeln, Alter, was kochen wir hier jetzt? Sexspielzeug? Hallo liebe Mitbackies, ich habe ein wunderbares Rezept für euch. Es wird aus drei Teilen lecker Quarkbällchen, lecker Vanillesoße und eine leckere Cremefüllung. Quarkbällchen, Vanillesauche, was? Das ist eine Vanillesauche. Soße, ich sag ja, die ist zu dumm zum Schreiben. Und einer leckeren Cremefüllung. Quarkbällchen, Vanillesoße. Das Rezept Das Lustige ist, ich habe ja vorher auch nochmal im WhatsApp gefragt, wie lange wir denn für das Rezept brauchen. Ja? Da kam nie eine Antwort drauf. Dann habe ich meine bessere Hälfte dieses Rezept durchlesen lassen und habe gefragt, wie lange das dauert. Und sie konnte es mir auch nicht sagen. Nee, sie hat eine Stunde oder sowas, hat sie, glaube ich, gesagt. Aber da stand halt dann auch nichts drin von dieser steht da nicht bei, wie lange das dauert. Aber es ging recht schnell, muss ich sagen. Wenn mich das schon so anbrommelt, weißt du, mit Hallo, liebe Mitbuckies. Ey, Christian, hör auf, es wird noch besser. Dieses Rezept ist einfach Premium gewesen. Vanille so. Das Rezept ist super simpel, aber auch super lecker. Okay, super simpel ist ja super. Alter, 6 Portionen sind das? Boah, und ich habe nur extra die Hälfte geholt. 6 Portionen? Quarkbällchen. Die Zutaten für den Teig einfach richtig schön verrühren. Der Teig muss eine richtig cremige Konsistenz. Cremige. Das ist nur wieder abgehoben. Andi, wo hast du das her? Konsistenz haben, damit es richtig yummy wird. Damit es richtig yummy wird?
Macht erstmal aber nur 4 Eier, die anderen 2 brauchen wir später noch. Hä? Wir brauchen 8 Eier. Wieso sind da nur 6 Eier? Am Ende, vom Rezept musst du deinen Namen tanzen oder so. Ja. Ja. Aber ich glaube, man braucht auch keine 8 Eier. Also ich glaube, nur 6. Da standen 6 und ich war schon, Peter hat schon 4 da liegen gehabt. Also ja, ich habe reduziert. Ja, ich du hast eigentlich weniger gebraucht. Brauchen wir später noch. Hä? Wir brauchen 8 Eier. Wieso sind da nur 6 Eier? Die anderen 2 brauchst du später noch. Sagst du dir doch. Hier steht in den Zutaten 6 Eier. Andi schreibt 8 Eier. Das hasse ich auch. Das hasse der Dulli. Hey, da ganz oben? Ja, da steht. Ach, da unten steht nochmal 2 Eigelb. Ah, die Zutaten für die Quarkbällchen. Da Andi ist schon wieder so ein Dummi. Liebeskugelfans, nicht alle Kugeln auf einmal. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu dem Rezept zurück, weil sie schreibt ja im Text, nehmt nur 4 Eier, die 2 brauchst du später noch. Genau. Also das heißt, die 6 Eier, die unter den Zutaten stehen, die sind schon addiert. Lieber mit Bucky, jetzt erzähl doch nicht so einen Scheiß. Ja. Also man brauchte insgesamt, meine ich, nur 6 Eier, nicht 8, wie Andi geschrieben hat, glaube ich. Liebeskugelfans, nicht alle Kugeln auf einmal reinstecken, sie werden beim Backen aufgehen. Alter, das hat Andi doch geschrieben, oder? Das hat Andi doch selber geschrieben, das hat er sich selber ausgedacht. Die Creme gebt ihr dann nach der korrekten Zubereitung in eine Marinadenspritze und presst die Creme in die Liebeskugel. Wo zum Teufel soll ich eine Marinadenspritze haben, Andi? Komm, hat einer. Was? Ja, mal ohne Scheiß. Wir haben dir mal eine geschenkt. Das ist halt auch wieder. Das ist aber schon halt auch ein paar wieder, Jahre her. Das ist halt auch wieder das so stimmt. Unfassbar linke Aktion von Andi gewesen, dass er halt einfach nicht sagt, dass man eine Marinadenspritze braucht und man sich da nicht drauf vorbereiten konnte oder sowas, weil das halt schon essentiell war. Ja, aber man kann doch einfach sich halt eine machen, dann nimmst du eine Tüte, machst die Ecke abschneiden. Ja, weil ich MacGyver heiße oder was? Ja. Jonathan. Im Zweifel mache ich halt einfach beim nächsten Mal die Paradiescreme nicht in diese scheiß Quarkbällchen rein, sondern dann drüber. Dann ist das Rezept halt nicht so ja, geil. Aber ist doch viel lustiger, wenn du es versuchst, da irgendwie reinzubekommen, obwohl du das nicht hast. Nee, glaube ich nicht, Peter. Das ist nicht lustig. Okay. Ja, ich finde es immer noch mit Bananen. Kannst du die wechseln aus Rippe? In eine Marinadenspritze? Haben wir sowas? Ein Tierarzt vielleicht. Ja, nein. Du hast die da durchgelesen und hättest mir noch eine Spritze mitbringen können vom Arbeiten. Oh, ich kann nichts. Ja, offensichtlich. Ich kann an dem? Richtig. Ja, ohne Scheiß, sie liest sich das durch und bringt dann nicht mal wenigstens so eine Scheiße. Sonst hätte sie dich ja gespoilert. Das war ja nicht die Aufgabe, Jonathan. Die hätte sie ja dann aus ihrer Tasche zaubern können oder sowas. Guck mal, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja, ohne Scheiß. Was macht man denn bitte mit einer Marinadenspritze als Tierarzt? Alter, du musst einfach nur eine scheiß Spritze haben. Ja. Für dieses Rezept. Dekorieren. Ist ja egal. Oh, ich kann nichts. Ja, offensichtlich. Cool, Andi. Ich glaube richtig, dass man die frittieren muss. Brauche ich jetzt einen halben Liter Öl, der hier nicht draufsteht, den ich nicht habe? Och, Andi, Alter. Ohne Ruhe, mein Rezept ist nicht vollständig. Wir wollen ja nicht so viele machen, also muss das reichen. Wo geht's denn weiter? Vielleicht finde ich ja noch was. Ja, was soll ich machen, Sepp? Ja, also. Ich hatte halt nur noch ein bisschen Öl, da musste jetzt halt rein. Weißt du, dann saugt der das erste Bällchen alleine auf. Das sind immer die Gründe, weißt du, da kannst du ab sofort gebe ich 3 Punkte Abzug für jedes Rezept, wo nicht alles in den Zutaten draufsteht, was man braucht. Ja. Und brauche ich nicht für die Paradiescreme auch Milch? Ich brauche 300 Milliliter Milch. Wollt ihr mich verarschen? Im Wasser. Vanillesoße. Was ist das für ein Rezept? Hä, hey, what the fuck? Das ist ja voll ohne Erklärung alles. Ich hab heute richtig gute Laune. Also wenn ich könnte, ne, würde ich Andi jetzt auch gerne rechts und links eine verpassen. Nicht nur, dass ich schlechte Laune habe, nein, ich muss jetzt wegen dem auch noch einkaufen. Sonnenblumenöl und Milch hat doch jeder zu Hause. Schreibt mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist. Standardnahrungsmittel. Gucken wir danach. Hab ich immer zu Hause, auch in reichen Mengen. Ich mach auch nur die Hälfte. Habe ich mich dann gerade so dazu entschieden. Natürlich sollte man sich sowas nicht durchlesen, damit man jetzt wie so ein Dulli nichts machen kann damit. Mega smart. Die Zutaten für den Teig richtig schön verrühren. 500 Gramm Mehl brauchen wir aber nächstes nur 83. Bei den
snapofpilzmit.de. Geil, und kauf schon so ein Merch, ne? Cool. Ach ja, Merch. Ich werde mir eine Backschwarz an. Ja, genau, die schützt wieder nicht an, oder? Doch, ich glaube schon. Hattest du die schon mal an? Ja. Okay, das sind jetzt 275. Wow. Oh Gott. Da sind auch drin, oder was? Ja. Die Hälfte liegt jetzt daneben. Daneben. Nein. Oh. 166 Gramm Quark. Alles direkt zusammen. Willst du einmal ein großes A haben? A wie? A wie Quark? Nee. Warum kommt bei sowas eigentlich dann immer so Salz noch mit dazu? So, jetzt wollen wir natürlich eine komische Fickerei, weil wir ein Sechstel Teelöffel Salz hier eigentlich brauchen. 250 Gramm Zucker. Ja. 5 Gramm brauche ich dann, ne? Ja. Jetzt kommt ja noch die beste Diskussion gleich. Da passiert doch einfach gar nichts. Peter. Peter, ich brauch mal eine andere Waage. Honey. Oder du kippst das vielleicht nicht. Ich hab nur die Hälfte reingemacht einfach. Tja, das waren 0 Gramm. Das waren 0 Gramm. Geil. Eigentlich hätte ich so viel Backpulver nehmen müssen, bis die Waage umspringt, weißt du? Ja, aber dann wäre direkt irgendwas Schlimmes passiert. Pulver und ein Päckchen Vanillezucker. Ist das normaler, dass so Stückchen sind? Ja. Aber wann ist das? Da steht aber 2,19 drauf. Ja, und ja, das war was soll denn da schlecht werden an Backpulver? Ich guck mir mal den Vanillin. Dann guckst du besser nicht. Alter, die Firma gibt's wahrscheinlich schon gar nicht mehr. 2,4. Das war echt die beste Diskussion ever, ey. Ohne Scheiß. Wie bist du damit schon umgezogen? Ich müsste einmal damit umgezogen sein. Ist oder halt Frau Eieruhr, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Nee. 2,14 ist schon stark. Boah. 1,014. Dann hast du die bestimmt gekauft. Wir behalten den Rest nicht mehr. Hallo, was soll denn das? Hallo. Nicht mehr. Mann, jetzt muss ich das dann gleich wieder rausholen. Geil, weil das so heißt, vielleicht wird. Sie wird komplett, also wirklich, wenn du irgendwelche Sachen wegwirfst, die halt so für sie auf jeden Fall niemals im Leben schlecht werden können, obwohl sie ein Haltbarkeitsdatum haben und schon seit 6 Jahren abgelaufen sind. Also 6 Jahre finde ich halt echt. Also ich habe wirklich, ich habe daraufhin, das ist glaube ich rausgeschnitten worden, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch noch reingeschnitten, ich spoilere es jetzt, aber ich habe wirklich dieses Pulver genommen und nochmal ausgeschüttet in den Müll. Damit ich es ja nicht wieder rausholen kann. Hat sie den Staubsauger genommen, ist ausgesaugt und dann den Beutel versaugt. Vielleicht wollte ich spontan ja backen und dann braucht ihr doch noch welches. Wie der letzte 6 Jahre. Also würde sehr interessieren, wenn er noch 6 Jahre alt ist. Ich glaube, vielleicht hat Jay das schon dreimal weggeschmissen, aber das ist schon dreimal wieder. Vielleicht. Ich habe mir halt, vorher dazu angeguckt, oh, guck mal hier, Vanillezucker brauche ich ja nicht kaufen. Easy game. Ja, so würde ich das auch machen. Nächstes Mal guckst du vorher aufs Datum am besten. Genau, und entferne einfach die anderen Sachen, ohne dass sie das mitkriegt. Es ist ein Herz auf meinem Ei. Oh, dafür wurden keine Küken getötet. Jawohl. An seinen Eiern sollte man nämlich nicht sparen. Oh. Ha. Boah. Gott, wer kam auf die grandiose Idee, dass Backen eine gute Idee ist? Boah, Alter, Junge, guck dir an, ey, als wenn ich gerade die mir nachgeburt irgendwo raushole. Alter. Also mal wieder richtig geil unseren Quill in den Kampf schicken. Hier bitte jetzt epische Musik einblenden. Alter. Okay, das ist voll scheiße hier. Also das ist das Teig, den ich in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe. Ich habe mehr Teig an den Fingern als in der Schüssel. Ey, ich habe ein ganzes Quarkgeld an den Fingern. Das wird sich aber auch ansehen. Ja, ich sage aber nicht, dass ich eine Nachgeburt rausgeholt habe, sondern dass das einfach nur klebrige Scheiße ist. Ja, Junge, ich hasse Teig. Teig sackt richtig dicke Eier. Mir kam auf die Idee, Teig zu machen. Den kriegst du nie wieder von den Finger. Außer schmeißt es weg, aber ich will ihn nicht wegschmeißen, ich will daraus ja Sachen machen. Es geht nicht mehr ab. Okay, ich verstehe, was Moni mit so cremig meint. Das geht ja schon recht zügig in sich. Ja, mit dem Ding, was ich da in der Hand habe, mit diesem komischen Löffelding da. Als ob. Einfach ja, Peter hat nämlich noch saubere Hände, wie man sieht. Ja. Fand ich jetzt nicht so komplex eigentlich, einfach so ein Stabding nehmen. Ja, mich nur mal interessiert, weil das sind ja immer so die Sachen, die da nicht reingeschnitten werden. Deswegen. Ja, stimmt. Wenn es klappt.
Ja. Ich kann mir übrigens die Schürze auch sparen, weißt du, bei meiner, also ich habe die hundertprozentig an, weil ich weiß, dass ich die zum Essen ausgezogen habe. Naja, klar. Aber man sieht's halt nicht. Ich weil hab noch nicht gesehen, dass eine Schürze drin. Ja, ich hab die hundertprozentig an. Das schwarze T-Shirt verdeckt die. Etwa Tischtennisball große Kugeln formen und in das heiße Öl geben, bis sie goldbraun sind. Das ist halt auch so eine Aussage, so what the fuck, welches heiße Öl? Das ist die Moni. Die Moni, die frittiert, glaube ich, gerne. Ich glaube, die Moni, die steht auch auf Liebeskugeln. Was ist das für ein behindertes Rezept, Mann? Daraus wirst du niemals Kügelchen machen können. Hä? Ja, weil die ja kleben scheiße. Ich kleben mir an den Fingern. Deswegen kann ich halt da keine Kugeln rausmachen. Ja, ja. Aber das, okay. die werden kugelig, finde ich. Wenn du das da in Öl packst, dann werden die schon kugelig. Ja. Das hat gut funktioniert. Ich bin, wieso quäle ich mich so? Wir nehmen mal wieder dieses Sociale. Und ich bin einfach fucking mega smart. In den ganzen Kochsachen, die wir bisher gemacht haben, habe ich eins mitgenommen. Dass Folie manchmal ein sehr, sehr guter Freund sein kann. Und ich nehme jetzt die Folie und lege die unter mein Brettchen. Ich habe mittlerweile immer Angst, Sepp, ja, dass die Herdplatte noch an war. Verstehe ich gar nicht. Die Scheiße da vorne, die klebt jetzt schon so hart. Wie forme ich die? Genau, Alter, das kann ich überhaupt nicht formen. Das hier brauchen wir, also meine super Technik brauchen wir sowieso nicht, weil wir werden die gleich einfach so da reinmachen. Peter ist einfach fucking smart heute. Ist das schon heiß? Jo, nochmal Wasser aufs heiße Öl. Das nein, ist wirklich so, wenn du, wenn du ein paar Tropfen aufs Öl machst und es fängt dann an zu knistern, weil das Öl heiß ist. Ja, okay, das stimmt. Darfst du nur nicht zu viel Wasser nehmen. Das ja, wie viel Wasser transportierst du mit einer Hand? Ja, mach mal bitte nächste Mal deine Sauciere voll und teste das damit. Nee, das ist dann zu krass. Das ist dann Ölbrand. Wow, Alter! Ja. Oh. Gutes Timing auf jeden Fall. Okay. Wow, Alter! Mann, da bin ich doch ein Quarkbällchen-Liebhaber hier. Ja, komm, scheiß doch drauf. Alter. Wir drehen das Ding jetzt mal um. Oh, oh. Ja, ich hab halt auch nicht so viel gehabt. Ja. Yeah. Deswegen habe ich extra so einen kleinen Topf genommen, damit der Öl ja, schon aber ich hatte halt ungefähr 20 von diesen Quarkbällchen oder so. Weil da hätte ich ja bis morgen nur die Hälfte gemacht, ne? Ich hab die Hälfte nur gemacht, ja. Ich hab ein Sechstel gemacht. Ja, das. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt auch nur Luck, weil gerade unser Öl war sowieso sehr leer. Das heißt, wir hatten neues Öl gekauft. Das heißt, ich hatte gerade frisch eine neue. Das hätte mich auch genauso treffen können wie euch. Echt? Jetzt eine neue? Geil. Neue Packung Öl. Also ich sag mal so, sie könnten runder sein, sie könnten aber auch hässlicher sein. Wie eure Mütter. Wow. Oh, what the fuck? Aber keine Goldbraune, ey, das ist kackbraun. Nee, das ist schon ein bisschen sehr dunkel geworden, leider, ja, das stimmt. Aber die nächste Fuhre geht besser. Fuck, so heiß. Nicht alle Kugeln auf einmal reinstecken. Sie werden beim Backen aufgehen. Genau so kommt das in meinem Kopf an, wenn ich das lese. Scheiße, du bist verbrannt. Wow! What? Die sah so gut aus. Was ist das jetzt für ein Cut? Ja, hast du noch mal 30 Sekunden gewartet? In meinem Kopf an, wenn ich das lese. Braun und Kohle. Ich glaube aber, Andi hat hier ein Stilmittel verwendet. Ich glaube, die anderen, die liegen da links. Oder was er da hatte. Die sind aber auch nicht goldbraun. Nee, die ersten waren überhaupt nicht goldbraun. Die haben so schnell noch nachgezogen. Also die haben noch nachfrittiert. Wenn du die rausgeholt hast, sind die noch dunkler geworden. Also. Verbrannt. Das riecht auch schon verbrannt. Oh mein Gott. Alter, wie schnell die braun werden. Alter, Andi, ich hasse dich. So was wie eine Zeitangabe wäre echt mal so praktisch, Moni. Bis die goldbraun sind, waren noch 2 Sekunden bei mir. Da kann der Mehl noch nicht, der Teig noch nicht durch gewesen sein. Was machen wir hier jetzt mit beiden Sonderfällen? Wie Schokoküsse, ey. Oh Mann, die sehen von innen so gut aus. Boah, die sind bestimmt voll lecker von innen, aber von außen sind die einfach verbrannt. Da kriege ich doch Krebs von. Oh. So, das sind unsere geilen Liebeskugeln. Ja, so gleich mal Püfferkäse. Die sehen gut aus. Ja, Püfferkäse. Die sehen wirklich gut aus. Cremoni, nicht schlecht. Für die Füllung kauft ihr euch am besten eine Paradiescreme eurer Wahl. Die Creme gebt ihr dann nach der korrekten Zubereitung in eine Marinadenspritze und presst die
Okay, was brauchen wir für die Scheiße? 300 Milliliter kalte Milch. Ja, wenn das im Rezept nicht drin steht, dass man Milch braucht für die Scheiße. Andi! Also, ob du keine Milch hättest. Von Milch war nie die Rede. Ganz ehrlich, Moni oder Andi oder auch wer immer dafür verantwortlich ist, ja? Rezeptliste. Nixus Milkus. Soll ich mir das in Titten ziehen oder was? Wie viel brauchen wir? 300 Milliliter, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Das ist ja eigentlich nur Pudding, ne? Also. Noch zwei offene Packungen. Bisher, also, ihr macht ja jetzt diese Paradiescreme. Bisher habt ihr wirklich Pufferchen gemacht, oder? Ja, die haben auch Quarkbällchen nicht halt. Pufferchen, also weiß ich nicht, ob das der gleiche Rezept ist. So viel Quark, schon nah an Pufferkiss, glaube ich. Rosinen sind da, glaube ich, noch drin. Ja. Oder Apfel. Oder alles. Und ich glaube, die gehen ein bisschen mehr auf. Kann sein, dass da noch irgendwie Hefe oder sowas drin ist. Also, die haben mehr Hohlräume. Ich hätte voll Bock auf Pufferkiss. Ja, aber die willst du nicht selber machen. Die hat meine Oma immer gemacht. Wobei das super simpel ist. Und ich habe die auch mal selber gemacht. Das ist echt super simpel. Das war doch jetzt einfach nur die Sachen zusammen mixen und dann frittieren. Ja, und dann mal klebrig. Also das war schon okay. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja eigentlich nur Pudding, ne? Also. Noch zwei offene Packungen Milch. Sieht top aus. Vor allem mit den größten Milchtüten der Welt, ey. Vor allem die beiden nur noch so letzte Reste. Ekel. Weißt du, das war auch so, da habe ich noch so drauf gedrückt, da kam noch so was nach, da war ich jetzt nicht sicher, ob das stand. Da warst du schon ein bisschen fest. War auch von 2014 noch, ne? Ja, glaube ich schon. Ich werde nicht auf 300 kommen. 200 Milliliter. Ist für 300, also brauchen wir ein Drittel. Moment, wie? Ich werde nicht auf 300 kommen, da steht da 0,5 Liter drauf. Moment, oder nicht? Moment. Peter hat 200 Milliliter von 300 Milliliter Milch und braucht nur noch ein Drittel. Ja, warte mal. Der Peter macht das schon. Peter hat sich nur versprochen. Ja, genau. Also ich wollte ursprünglich die Hälfte machen, weil die Paradiescreme wäre für 600 Milliliter gewesen. Ich wollte die Hälfte machen für 300 Milliliter, habe aber nur 200, also brauche ich ein Drittel aus der Tüte. Nee, das sind 300. Moment, hast du... Das sind nur 300 Milliliter. Da hat Peter recht, Jay. Nee, die Paradiescreme war 300. Hast du eine andere Packung? Weiß ich meine nicht. War 300 Milliliter. Ist für 300, also brauchen wir... Was ist da passiert? Das sind Liter Milch. Mit einem Mixer... Das ist keine 300? Das sind 200 Milliliter, die waren doch leer, die Milchpackung. Da sind noch 200 Milliliter, habe ich hingekriegt, aus den Packungen. Ja. Ach so, ja, weil auf der Packung steht 0,5 Liter. Ja, die war aber, du siehst doch, was da in dem Messbecher drin ist. Also, das war alles, mehr habe ich nicht. Das war dann leer. Ja. Für 300, also brauchen wir ein Drittel. Vielleicht hat mit einem Mixer auf niedrigster Stufe kurz verrühren. Okay, ich hätte das vielleicht doch in den Thermomix schmeißen müssen oder in einen Rührer. Mir ist schon ein bisschen jetzt anders. Das ist aber heftig. Moni, ja, Mann. Warum bist du so eine geile Bitch? Was hast du eigentlich genommen, wenn du keine Milch hast? Milch. Oh, okay. Hä? Ah! Das ist ja nicht zwangsläufig, dass du halt Milch hast. Das war halt Zufall und Glück. Ja, ja, ja. Ah! Wie füllen wir die denn hier rein eigentlich? Oder Loch? Idee. Oha. Wir nehmen uns eins zum Pufferkiss. In der Mitte durch. Dann mache ich das so leer. Und jetzt kommt eine geile Sahne rein. Fertig. Nice. Strohhalme werden uns in den Arsch retten. Also, dass du dich ansaugst, voll widerwärtig und dass das in. Und dann da rein sein. Nice. Finde ich gut. Finde ich eine gute Lösung. So, und dann? Krasser Typ! Ich starte auch mal so. Hier oben sehen wir zu. Ich bin Peter, ich habe auch noch eine Marinadenspritze oder irgendwie. Ich glaube, das ist keine Marinadenspritze, das ist mehr so zum Dekorieren von Kuchen. Und hoffen, dass sich da was verteilt hat. Ich mache jetzt die menschliche Spritze. Und dann nehme ich jetzt genau einfach. Das Gleiche. Alter, das ist eklig! Okay, das ist eklig! Echt eklig! Ja, so kann man das natürlich auch machen. Bah! Finde ich gut. Der größte Lacher dieser Folge geht an Sebastian. Oh. Pass schlecht. Auf, geht noch weiter. Mhm. 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 Ja. Mhm. Ja,
das da unten auf dem Boden, ernsthaft Soße? Wenn man eine Spritze hat, würde das auch alles einfacher sein. Ich mach gerade den Transitenscheiß voll den Vorfuhr. Ja! Es war voll lustig gewesen. Auch wieder fast alles reingespritzt. Oh. Oh mein Gott, du wischst hier gleich einmal. Ich beim Scheiß. Du hast dieses... Halt die Fresse. Was ist mein? Halt die Fresse. Awesome. Selbstgespritzten Liebeskugeln. Mit sehr viel Liebe gemacht. Mal gucken, ob meine Freundin davon auch einen probieren möchte. Das Schöne ist, dann kommt immer danach, nachdem sie sagt sowas wie halt die Fresse oder sowas, kommt dann immer so, ah, ich hab dich total lieb. Ja. Und dann sag ich, dafür eh nicht reingeschnitten. Schade. Moni sagte uns, Vanilleschote aufschneiden und Mark herauskratzen. Vanilleschote, Mark, Zucker und Sahne in einen Topf geben, vermischen und aufkochen und 10 Minuten ziehen lassen. Sahne ist ein bisschen dickflüssig, ein bisschen joghurtig. Bist du noch gut, Sahne? Ja. Wie viele haben wir? 6. 6/7? Okay, die ist vor 4 Tagen abgelaufen. Vanilleschote aufkratzen. Seine Vanilleschote ist ja eigentlich ziemlich krass. Boah. Und dann muss man die so auskratzen. Also ich glaube, so schlecht hat noch nie jemand eine Vanilleschote auseinandergenommen. Sollt ihr das verraten? Nee. Kommt die Vanilleschote raus, das Ei kommt da rein, wir mischen so lange, bis es alles fest ist. Vanilleschote ist wahrscheinlich auch schon abgelaufen. Ja, wahrscheinlich, du willst es aber gar nicht wissen. Dann machen wir das noch einmal bis kurz zum Siedepunkt und dann fertig. Okay, ein Eigelb. Nee, zwei, hä? Nee, das ist ein Eigelb. Hä? Wo sind denn das andere Ei hin? Mal 4 Eier, oben steht Zutaten 6 Eier. Ach, unten brauchst du 2 Eigelb. Hä? Ich verstehe es nicht. Es fehlt ein Ei im Rezept. Nee, ich hab 3 Eier. Ich hab 3 Eier. Kannst du einfach mal meine Hände... Der lacht da auch so. Handy nehmen. Du machst auf jeden Fall gleich mal einmal den Boden sauber. Hallo, liebe Hintergrund. Das ist die Vanillesoße. Ich habe ein wunderbares Rezept. Ich hab Stress. Wo bist du denn? Bei der Vanillesoße, mein Gott. Rede ich Spanisch? Ja, Schote aufschneiden, das Mark herauskratzen. Boah, beim Topf, Mann. Bist du dumm? Und was muss ich da mit dem Eigelb machen? Warum stehe ich mit dem Eigelb? Boah, Topf, Mann. Bist du dumm? Ja, ohne Scheiß. Sieh, ich sag so, ey, das ist kurz vorm Kochen. Ja, wann muss ich die Scheiße da reinpacken und so, keine Ahnung, wusste ich nicht mehr. Ich hab das Zeug in der Hand. Seit 10 Minuten halte ich dieses Ei da, weil ich das schon vorher da so hatte. Und dann kommt sie dann, steht halt 2 Minuten braucht sie zum Aufstehen vom Sofa und dann liest sie mir den Anfang vom Rezept vor. Monis Liebeskugel. Ja, toll. Oh, Stress. Boah, mein Topf, Mann, bist du dumm? Und was muss ich da mit dem Eigelb machen? Warum stehe ich schon mit dem Eigelb? Mit der Eigelb verqueren und mit dem Schneebesen die Sahne einarbeiten. Das heißt, ich muss die jetzt 10 Minuten ziehen lassen und muss hier jetzt so rumstehen. Mit dem scheiß Eigelb. Oh. Das kocht ja voll krass. Viel zu viel. Oh shit, jetzt habe ich mit Eiweiß, Eigelb hier meine Pöffertjes voll gequillt. Oh, fuck. Alter, ich hab schon die Paradiescreme mir einen Ast abgeschlagen, ey. Alter. Wir das jetzt abkühlen lassen und dann gehen wir zum Probieren über. Endlich. Ja, hallo, hier ist der Andi. Ich muss euch kurz unterbrechen, denn ich habe die Moni gewinnen können für ein kurzes Interview. Und ich rufe die jetzt mal kurz an. Das ist deine Mama. Hallo, hallo, Moni? Ja, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war so klar. Guck dir auch dieses schadenfreudige Bastardgrinsen an. Ey. Was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt die Moni. Hallo Moni, du, ich wollte dich mal kurz fragen, wie du denn dazu gekommen bist, so ein tolles Rezept zu verfassen. Ja, das war im Grunde eine Auftragsarbeit, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast, das dilettantische Duett kennst, von so zwei jungen, charmanten Männern. Ja, den kenn ich. Da kannst du mal ein bisschen vorspulen, das ist irgendwie gerade nicht mehr ganz so lustig. Am Anfang war es cool, aber da zieht sich jetzt zu lang, weißt du, der Witz. Kennst du, ne? Ja. Und die dachten sich, komm, machen wir uns doch mal ein Späßchen. Irgendwie hier, Jan Böhmermann hat ja irgendwie bei
Schwiegertochter gesucht, auch schon was reingeschummelt. Die wollten irgendwie bei Pizmeet mal was reinschummeln, ne? Und was bietet sich da mehr an als so ein Rezept mit Paradiescreme? Ja. Und da haben die mich beauftragt, mal so ein schönes Rezept zu schreiben, wo mal so richtig was reingepumpt wird. Mhm. Das heißt, du wolltest die Pizmeet-Jungs verarschen, kann das sein? Ja, also ich und die beiden vom Dilettantischen Duett, wir haben uns da gedacht, wir machen mal so ein Prank. Das ist jetzt ja so ein neuer Trend auf YouTube irgendwie. Und da wollten wir jetzt bei Pizmeet, wir sind ja immer gleich mit dabei, auch mal mitmachen. So, ach, das ist ja interessant. Fassbar. Ja, danke, Moni. Ja, sehr gerne. Ja, Bruder, wusstest du das dann nicht schon? Nee, wusste ich nicht. Das ist tatsächlich der witzigste Zufall. Ich bin auch nicht bei der Folge bisher angekommen. Aber wegen Formel 1. Man schläft immer nach 2 Minuten ein, ne? Nee, bei Formel 1 höre ich immer Podcasts, weil das ist ja jetzt gerade rausgekommen und mir sind relativ schnell die guten ausgegangen. Also dachte ich, höre ich doch mal, was die so labern. Und ich glaube, ich habe die letzten 3 gehört oder so. Und da kam immer wieder das mit der Paradiescreme. Da habe ich mir halt schon gedacht, okay, haha, Paradiescreme. Deswegen hat Andi das Rezept rausgesucht. Aber dass das jetzt von denen kommt, habe ich keine Ahnung gehabt. Das ist jetzt einfach ein krasser Zufall gewesen. Die kleinen miesen Fotzen. Spaß. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich mache das mal zur Hälfte. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, ja. Wundert euch immer, warum manchmal Sachen schief gehen. Wenn man unter solchen Arbeitsbedingungen hier als Aufnahmeteam, wir geben jeden Tag alles, ja, und dann ist die zweite Reihe, hat nichts Besseres zu tun, als sich ein neu gekauftes Messer zu nehmen und dir mit aller Macht in den Rücken zu stechen. Immer und immer wieder. Ja, wir halten den Laden trotzdem am Laufen, da können wir mal Props da lassen. Fällt gerade auf, das war doch nicht die Folge. Ist halt Weihnachtsfeier fällt aus, ne? Und Weihnachts fällt, glaube ich, für die zweite Reihe und so, ne? Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja sogar eine ziemlich gute Idee, weil das eine sehr gute Folge produziert Nein. hat. Nein! Ich finde schon. Ich finde. Nein. Ich hatte übrigens doch keine Dinge zu an, weil ich das T-Shirt angezogen habe. Ich habe mich vertan mit der anderen Folge. Ah, ja. Du hast es auf jeden Fall ausgezogen. Ich habe es auf jeden danach. Fall ausgezogen. Ja, dann war bei den Fans nächste Woche. Ich habe das direkt hintereinander gekocht, deswegen. Also eine direkt 2 Tage hintereinander. Ja. Hör auf und guck, wie gut die Füllung geklappt hat. Schon ganz gut eigentlich. Boah, die Vanille so schmeckt voll gut. Danke, Moni. Ja, moin. Guck mal, wie geil cremig das da in der Mitte mit der Füllung geworden ist. Den finde ich irgendwie eklig. Das liegt nicht daran, dass mein Speichel da noch mit dran ist. Nehmen wir mal ein Stück. Sehr vanillig, aber auch der Pudding. Vor allen Dingen hat ja dein Speichel schon angefangen, den Quackbällchen, den Zucker daraus aufzulösen. Quatsch. Mach es doch nicht noch ekliger, Frank. Guck mal auch ein bisschen raus. Alter, die sind echt süß. Schmeckt okay. Wenn ich bedenke, dass hier noch 14 Stück rumliegen. Hallo, die essen alle. Wenn ich ins Restaurant gehe, ist das Dessert immer das, wo ich am ehesten drauf verzichte. Lieber eine Vorspeise statt ein Dessert. Aber wenn ich im Restaurant das Dessert kriegen würde, wäre ich zufrieden. Da werde ich gleich meine Freundin nochmal versuchen zu überzeugen, einen zu essen, weil die sind wirklich lecker geworden. Wie so eine Vogelmama. Hast du da deinen Mund gesabbert einfach, weil er schon zersetzt ist? Halb von 10 Seppius. Ich würde sagen, das kann man so essen. Kriegt eine 4 von 10 von mir. Aber würdest du den geben für eine Note? Ja, schon ganz gut, ne? Boah, Mensch, Moni, ist ja doch nicht schlecht. Das kann man essen. Ich hab nicht gesagt, schon ganz gut. Ich hab gesagt, das kann man essen. Ich verstehe, das Rezept war auch. Punktzahl von 1 bis 10? 12! Als ob es 12 Punkte gibt. Also, mein Fall ist es nicht unbedingt. Ohne Vorlesen und Durchlesen mit Andis Tipps ist es erstmal eine minus 10 von 10. Insgesamt geschmacklich mit allem Drum und Dran bekommt das Rezept von mir, glaube ich, so 6,5 von 10 Jays. Mir ist jetzt schon schlecht. 7,5 von 10 gebe ich. 7,5 von 10. Oh nein, ich habe die Schürze vergessen. Aber habe ich absichtlich gemacht, denn ich habe heute Ich habe die Schürze vergessen. Alter, hab ich wie kommst gemacht. Du auch in der Sekunde auf die Schürze? Weil er dann endlich mal in die Kamera geguckt hat. Ich habe in die Kamera geguckt, genau. Und dann habe ich in der Sekunde gesehen, ich habe ja das T-Shirt an. Nicht kocht, sondern auch ein T-Shirt mit Pizza mitkocht. Könnt ihr auch bei uns im Merch-Shop kaufen. Ja, mit vielen Dank für Zuschauen. Ich glaube, ihr wart richtig, richtig geil wieder. Ich bin es. Stelle mich gerade vor euch ohne Hose. Nur bedeckt durch die Pizza mit Kochschürze. Side Fact. Und ich war true. War wirklich so. Vergessen. Ab und zu auch mal die Zunge hinhalten. Okay, das war eine schöne lustig, Folge, muss ich sagen. Okay, jetzt die Kommentare. Jetzt bin ich aber mega gespannt. Ja, die anderen 2 Eier brauchst du später noch. Frau Eieruhr flirtet aggressiv.
Finde ich schon mal gut. Peter, die Sahne ist seit 4 Tagen abgelaufen. Jay, hold my Vanillezucker. Ich bin immer noch erstaunt, wie zwei Menschen so perfekt zueinander passen können wie Jay und Frau Dr. Eieruhr. Sepp ist wirklich die geborene Vogelmutter. Ja, war mein Kommentar. Hey Freundin, willst du meine Speichel durchtränken, Liebeskugeln in den Mund nehmen? Soße, ich sag ja, die ist zu dumm zum Schreiben. Frau Eieruhr, jetzt auch nett zu Moni. ja, und so weiter und so das fort. Also es geht nichts, es geht absolut gar nicht um den Prank. Ich dachte, da kommt ja nicht alles schon rausgelöscht worden. Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß, hat's ja gerade vorgelesen, als ob du das jetzt ansaugst, voll widerwärtig und das reinspuckst. Auch Frau Eieruhr, krasser Typ. Also ja, die Kommentare sind lustig, beziehen sich halt vor allen Dingen auf die lustigen Dinge, die im Video passieren. Ja. Aber schöner Prank, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, zumindest ein paar von uns sehr aufzuregen. Ja, nächstes Mal holen wir uns keine Rezepte mehr von Andi. Ich fand, das war super. Das ist immer noch eine gute Idee. Aber hey, wir danken an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Und heute kommt ein neues Pizza Meat kocht online, wo ich dann die Schürze anhabe. Ja, und zum Probieren ausziehe, versprochen. Ich hoffe, Andi hat das so geschnitten, dass man dich nie mit Schürze sieht. Das ist schon stark. Guck das ist mit Blumenkohl heute. Und ja. Oh ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.